Nintendo Präsenz. Language Select. Was ist das denn? Schwalong. Ah, Deutsch. Und damit moin moin. Fail. Damit moin moin Killers. Zu einer Folge von Retroflas. Diesmal mit Yoshi's Island. Diese Geschichte. Ja, jetzt habe ich leider zu lange gebraucht. Auf jeden Fall eine Geschichte. Irgendeine begann vor langer, langer Zeit. Lange, lange ist es her. Wir spielen Super Mario World 2 Yoshi's Island. Um ganz genau zu sein. Ein richtig gutes Spiel. Wie viele meinen, eines der besten Spiele für den Super Nintendo. Aus ganz besonderem Grund, denn das hier wird sozusagen das Staffelfinale für Retroflas. Ja, vorerst die letzte Folge Retroflas. Weil ich ein anderes Projekt in Planung habe, das jetzt alle 2 Tage im Wechsel mit Mass Effect rauskommen wird. Ich werde das sogar so machen, wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass ich das. Nee, nee, das wollen wir nicht hören. Dass ich das am Wochenende gleich mit 2 Folgen machen werde. Welches Spiel? 2. Und dass es dann ab Montag mit Mass Effect noch weitergeht. Aber halt so, um das Ganze zu zelebrieren, dieses neue Let's Play, das ich machen werde, gibt es da gleich am Wochenende dann 2 Folgen. So ist es zumindest geplant. Falls es nicht so kommt, haut mich nicht deswegen. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Auf geht's, Yoshis! Ein neues Abenteuer wartet auf uns! Hey, Yoshi! Wundervoll. Okay. Die anderen haben wohl keinen Bock. Da muss eben der original grüne Yoshi hier das Zepter in die Hand nehmen. Jetzt geht's los. Sehr schön. Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er Baby Mario und der Sternenzähler beginnt die Sterne sehr schnell abzuziehen. Steht die Zahl auf 0, erscheinen Kameks Gesellen und entführen das Baby. Beeile dich also, Baby Mario zu retten. Als du Baby Mario aus den Klauen der Bösewichte befreit, erhöht sich der Sternenzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht. Je mehr Sterne du gewonnen hast, desto mehr Zeit hast du, Mario zurückzuerobern. Geil. Boing. Schlurp. Ein Schlurp. Gut. Autsch. Nein! Gleich beim ersten Schritt gefailt, das kann ja wohl nicht sein. Oh. Wow, achso, hier kann ich gar nicht runterfallen. Das habe ich gerade schon. Gut. Ich kann sie wieder aus, aber ich kann sie bestimmt auch irgendwie runterschlucken, ne? Ah, mit nach unten. Sehr gut. Das ist ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ich fand es aber immer sehr cool, weil es halt wirklich hübsch aussieht, ey. Muss man einfach mal sagen. Weil es halt auch wirklich ein gutes Spiel ist, also. Ja, genau, dieses cartoonige Geräte. Ich kann die bestimmt kriegen, wenn ich so gehe, ne? Ach. Wundervoll. Hallo? Wundervoll. Hallo? Hallo? Flatterflug, halte B gedrückt, das habe ich doch gerade gemacht. Ja, ich weiß. Oh, nee, das war nicht das Ziel. Das ist ja. Ah, nee, das ist ja doch B. Ich dachte gerade so. Hä? Ist doch voll schwer darauf zu landen. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur inkompetent. Ach Mann, was ist hier? Ah! Ja gut, aber das wird mir, glaube ich, so nichts bringen, oder? Mist! Na komm, das schaffen wir. So schon mal nicht. Jetzt verkacke ich hier schon. Ah, vielleicht kann ich mich auf ihn draufstellen. Warte, geht das? Hey, hat geklappt. Wer hätte das gedacht? Jemand, der ein bisschen Skill hätte, hätte das wahrscheinlich ge. Oh, das ist ein größer. Wuhu! Also, ich kann theoretisch auch Eier auf die schießen.
Mit A, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, habe ich es jetzt geschafft oder wie sehe ich das? Na gut, das war wahrscheinlich nur so eine Art Tutorial. Schokohügel sind wir jetzt. Ah, genau. Dann kann ich die wieder verlassen. Verlassen. Was sagst du? Eierproduktion, darauf sind wir auch schon gekommen. Ja. Hallo? Oh, warte, das war dieser hier. Das sind echt immer viel zu viele Knöpfe für mich. Ups. Und ich nehme ich doch auch gerne. Wow! Blumenbonus. Wenn du 5 dieser Blumen gesammelt hast, erhältst du ein Bonusleben. Die Blumen werden außerdem zu deiner Punktzahl hinzugefügt. Schöne Sache. So. Was sagst du mir? Der Eierschuss, ja, den kennen wir auch schon. Haben wir alles schon gemacht? Kennen wir. So. Ja, den mache ich so. Wundervoll. Ups. Aha. Oh, wahrscheinlich hätte ich. Weiß nicht, muss ich vielleicht einfach in die Richtung da schießen? Wollen wir es mal ausprobieren? Okay, ich musste den Typen da treffen. Na gut, ich habe es zwar falsch gemacht, aber. Aha. Munzen. Was bist du? Kann er bitte wiederkommen? Hä? Naja, ist ja egal. Ah, verdammt! Ich muss zu Baby. Alles gut, Baby, wir haben dich wieder. Das ist aber. Na, das ist ja gerade nochmal gut. Dann kann ich hier runter? Ich kann tatsächlich da runter. Ich bin so gut wie Mario. Ja, wie ihr seht, in. Na gut. Wie ihr seht, ist in diesem Spiel. Ich kann mir da ein paar Eier holen. Aber ich kann wohl nur eine bestimmte Maximalanzahl tragen. Und wahrscheinlich muss ich den Typen da jetzt abschießen. Verdammt. Nein, er ist weggeflogen. Aber der hat seine. Ach, verdammt, er hat seine Münze fallen lassen. Das wäre auch so schön gewesen. Oder sind noch mehr? Da ist doch ein Ab und sowas. Ich verstehe dieses Spiel nicht. So, machen wir das. So. Hallo? Es hat geklappt. Wer hätte das gedacht? Oh. Munzen! So, ich glaube, wir füllen nochmal unseren Eiervorrat auf. Denn ich glaube, das kann ja nicht schaden, ne? Immer ein bisschen mehr davon zu haben. Kann ich da nicht wieder hoch? Achso, vielleicht auch mal nach oben drücken. Einfach nur mit seinem Kopf so dumm da hochzuspringen. Bringt anscheinend nichts. So, das ist noch eine von diesen Sonnenblumen, hätte ich was genannt, aber Sonnenblumen. Sehen ja ein bisschen anders aus. Kann ich den eigentlich auch essen? Ich kann ihn so zumindest abschießen, denke ich, ne? Krass, das hat geklappt. Aber das ist noch so einer. Egal, wir scheißen jetzt mal auf die und gehen einfach mal weiter. Das macht wohl Spaß. Ich komme immer wieder. Dass ich mir. Verdammt! Achso, die brauche ich wahrscheinlich, um den Typen da abzuschießen, ne? Den ich jetzt gerade nicht getroffen. So. Oh, da gibt's wieder. So, weg mit euch. Nein! Wieso kommen die denn immer wieder raus? Mann, dieses fucking Geheule von den Babys ist ja richtig nervig. So, komm, wir umgehen die jetzt einfach. Alter, das ist nicht wahr. Komm her. Ich spiel schon voll die Challenge, ey, muss man einfach mal so sagen. So. Was ist das? Oh, eine Ronke. Ich danke. Muss ich hier wieder auf dieses Karussell drauf? Was hast du mir zu erzählen? Hallo?
In jedem Level sind 20 rote Münzen versteckt. Sie werden zu deiner Punktzahl hinzugezählt. Danke für diese Info. Wir haben wieder so einen Steinball. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja? Verdammt, ich wünsche, ich hätte den getroffen. So, jetzt machen wir wieder Schussabenteuer. Viele kleine Sternchen. Hey, komm mal bitte her. Sehr schön. Dann schieße ich auch mal lieber ab. So, jetzt dreht er mal seine Runden hier. Oh, was ist das denn Schönes? Muss ich da so durchspringen? Okay. Oh, ich habe wohl leider nichts gewonnen. War anscheinend so ein Wheel of Fortune oder sowas. Man weiß es nicht. Oh, ich glaube, ich habe nicht besonders viel eingesammelt. Guck mal, 15 Sterne gerade mal. 9 Münzen, 3 Blumen nur. Das ist ja nicht so eine geile Punktzahl. Aber die erste Welt ist geschafft. In der zweiten ist ein roter Yoshi am Start. Ich glaube aber, die haben keine unterschiedlichen Skills, je nach Farbe. Bombola. Oh, das sieht aus, als würde irgendwann ein Kettenhund rauskommen. Sowas aber auch. Ich wollte darüber springen, dachte ich so, oh, dieser Typ, der hat doch bestimmt irgendwelche guten Infos für mich. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Aber leider so mitten im Sprung, weswegen ich es nicht wieder darauf geschafft habe. Ja, traurige Geschichte, ich weiß. What the? Nein, Baby, Baby, komm zurück zu mir. Komm schon. Wow. Das war aber ganz schön knapp. So, dich wollte ich haben. Wow. Nein. Alter. Alter, die machen hier voll so eine Löcher rein. Diese Scheiß. Nein. Baby. Komm her. Baby, wir müssen hier. Wir müssen hier ganz schnell weg. What the fuck? Ich bin gerade voll die Schweißausbrüche bekommen. Gib ich diesen Sternring, damit du beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle anfangen kannst. Ja, das ist auch gut. Nochmal müsste ich das echt nicht haben. Erinnerst du dich noch? Drücke Y dann unten, um ein Ei zu legen. Drücke B, um es dann abzuschießen. Ich weiß das. Aha, wahrscheinlich hat das... What the fuck, ey. Aha! Fuck! Ich weiß nicht, warum man mal A drückt. Eigentlich will ich gar keine A drücken, aber ich drücke halt immer A. So, dann fresse ich jetzt alle auf, ist mir scheißegal. Ach, guck mal, da oben muss ich, glaube ich, irgendwie hin, ne? So. Oh, jetzt aber schnell weg hier. Schnell vor diesen Hurensöhnen fliehen. Okay. Geheimgang. Wer hätte das gedacht? Oh, ich muss aber anscheinend dort entlang. Ich werde jetzt mal was versuchen. Ah, das war voll unmöglich, den zu bekommen. Ha! Ich wusste es auch, das sah schon so auffällig aus. Naja, mach die geile Animation. Oh, hier ist irgendwas. Schwupp! Ein Up auch noch. Oh, ich komme da aber jetzt nicht mehr hoch, oder? Das ist aber ein bisschen kacke, muss ich sagen. Oh nee, das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Shit! Kann ich da vielleicht auch noch zurück? Nee, dann muss ich da irgendwie hoch. Gut, aber das sparen wir uns jetzt auch mal. Wir sind nämlich so schon wieder fast am Ende dieser wundervollen Retro-Flask-Folge. Natürlich hoffe ich wie immer, dass ihr Fun dabei hattet. Also wie gesagt, Yoshi's Island, sehr gutes Spiel. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Von der Spielmechanik her sehr cool. Also sieht auch vor allem sehr gut aus. Deswegen mag ich es eigentlich. Weil es einfach total niedlich und knuddelig ist und so weiter und so fort. Auf jeden Fall geiles Spiel und ich dachte mir, auch eigentlich ein ganz, ganz würdiger Titel für das Staffelfinale von Retro Flask. Von daher passt das ja auch gut.
Ja, Retrofloss ist natürlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Oh, das ist noch ein Checkpoint. Von daher, macht euch darauf gefasst, es wird auf jeden Fall wiederkommen, so wie kann ich euch schon mal versprechen. Und weil es auch noch ein paar Titel gibt, die ich ganz gerne mit dabei hätte. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem meiner zahlreichen richtig coolen Let's Plays. Ja, das war's. Ich bin gerade voll aus Spielwix hier, dabei wollte ich doch aufhören. Komm, hör auf. Oder schaffen wir es vielleicht noch schnell ins Ziel? Oh. Naja, wahrscheinlich nicht. Egal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!